down on you with the pick and roll. Younger Flame, he in sicko mode. Herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge auf meinem Kanal. Ich wünsche euch mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Nein, Spaß. Ja, heute gibt es ein etwas kleineres Video, aber heute spielen wir den Silvester-Simulator. Also es gibt sehr viel und auch coole Sachen. Wir werden uns dann natürlich alles anschauen. Und ja, ich freue mich, dass wir das tun, glaube ich. Und ja, wenn ihr doch mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem kleinen Simulator. Ich muss jetzt auch drin. Jetzt eins beginnen wir gleich mit dem Rollstuhl. Das gehört ja natürlich auch zu Silvester, der Klassiker. Yay! Jetzt kommen wir für die Biene. Ich glaube, da testen wir mal alle zwei. Oh, voll cool. Ich kenne nur diese Biene, die sich einfach in die Luft drehen, sozusagen. Und ah, das war cool. Der ist cool. Der war noch cooler, sozusagen. Ich würde sagen, jetzt starten wir gleich mal mit den Raketen. Vielleicht mit den Glas. Wir machen nicht alle durch. Ah, Leute, falls ihr noch einen Teil wollt, live. Ach, lieber weg. Okay, war nicht. Oh, aber es geht noch besser. Machen wir gleich die Roten. Und. Okay, die war schon cooler. Aber besser. Cooler geht's nicht. Nice. Mach die. So, okay, die war geil. Und machen wir noch so eine. Boah, ich liebe Silvester so geil. Das bei mir. Abend um 6 Uhr sind wir von zu Hause weg, fand ich so. Ich zünde jetzt einmal meine Rakete, so aus Vorfreude sozusagen, gehe in die Erde, halt gehe aufs Feld, weiter hinein, steck's in die Erde. Da habe ich probiert, ob es innen ausgeht. Da habe ich mir schon gedacht, könnte scharf werden, aber ich glaube, es könnte gehen. Habe es angezündet, geht nicht in die Luft und explodiert einfach am Boden. Gott sei Dank waren die Autos alle weit weg, sonst hätte ich ja.
Aber es ist noch mal nur die schöne Räucherkerze. Die sind cool. So, da steht sogar neu dabei. Ich bin gespannt, ob die neu sind. Ich bin nämlich. Alter, ist sie laut. So, Anne, vielleicht ist sie nicht so laut. Wir testen mal die neuen. Okay. Ist auf jeden Fall rot. Aber es ist richtig cool. Ich glaube, ich werde das richtig spielen. Ich habe also 50 Stück. Mal anziehen, Alter. Das wäre es noch. So, jetzt testen wir das neue, größte, das ist Polar Lights, heißt das? Oh mein Gott. Als ob. Also, die ist richtig cool. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch die RGB. Rot, Gelb, Grün. Nee. Rot, Gelb, Blau. Ne, Rot, Grün, Blau. So, ja. Okay, ja, die Farben alle dran. Okay, die ist cool. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt die größte. Oh je, schnell weg. Okay, die ist cool. Die gehen Boah, voll cool, ey. Jetzt kommen wir so zu Kanonendinger. Ich glaube Kugelbomben oder wie die heißen, keine Ahnung. Vielleicht kennen sie aber auch nicht. Also schnell weg. Okay, ist nicht schlecht. Ich glaube, es geht noch besser. Jetzt ein Sechser. Vorher haben wir drei gehabt. Schnell weg. Und. Boah, okay, zwei Farben. Okay, die ist cool. Jetzt kommt die 12. Ich glaube, sie ist die größte. Da bin ich jetzt drauf gespannt. Oh, mein Spaß. Okay, also das war die beste. Also, jetzt ohne Scheiß, das war die beste Rakete. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr.
Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, dann Abo nicht vergessen. Und würde ich sagen, ciao, haut rein, was euch immer gerade so macht. Und ciao, ciao.